Ja, hallo liebe Freunde von Martin Maschinenvertrieb. Heute nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir mal Schnee im Norden haben, euch Kehrmaschinen vorzustellen. Wir haben hier mal eine der kleineren Modelle, eine Kramer Nimbus mit einem 25 cm Bürstendurchmesser und einer Arbeitsbreite von 60 cm. Und hier haben wir dagegen mal eine gebrauchte Adlerkehrmaschine, die wir im Bestand haben. 1 Meter Arbeitsbreite und ein Kehrbürstendurchmesser von 60 cm. Der Unterschied zwischen den beiden Maschinen ist neben dem Preis und dem Einsatzbereich Privat oder Profi natürlich, dass ich mit einer großen Kehrmaschine viel mehr Geschwindigkeit außen auf die Bürste kriege und viel besser große Schneemassen bewegen kann, sodass man da im professionellen Bereich Gehwege miträumen kann, Parkplätze miträumen kann und solche Dinge. Wohingegen diese Maschine mit einer 250er Walze und dem Akkuantrieb eher angesiedelt ist im privaten Bereich, um zum Beispiel vor Eingängen sauber zu machen oder wenn ihr zum Beispiel mit einem Schneeschild geschoben habt, nachher den Schnee zu beseitigen, dass keine glatten Flächen bestehen oder entstehen. Und damit kann man halt sein Pflaster schön sauber halten, ohne dass ihr Streusatz verwenden müsst. Das können wir hier auch mal schön demonstrieren. Bei der Akkumaschine ist es halt so, ich habe keine Probleme beim Starten, nichts mit einem Benzinmotor zu tun, nichts mit einem Kabel zu tun. Einfach nur einen vollgeladenen Akku einstecken, auf Anstellen und dann läuft die Maschine los. Und hier kann man es auch schon sehr schön sehen. Das, was normalerweise ein Schneeschieber liegen lässt, ist immer so eine dünne weiße Schicht, die gerne antaut und wieder überfriert und glatt wird. Das kann man mit einer Kehrmaschine wirklich so beseitigen, dass ihr nicht mehr mit Streusalz raus müsst. Und dann die Natur schont oder wenn man Granulat ausbringt, dass man kein Granulat hat. Oder im Eingangsbereich, dass man halt ganz normal die Fläche frei hat, ohne dass man sich irgendwas nach innen trägt. So, wenn ich jetzt in höhere Schneemassen gehe, dann sieht man schon, was passiert. Die Maschine fährt sich fest und transportiert den Schnee wieder nach hinten. Das heißt, in der Regel ist es so, wenn die Hälfte der Bürste mit Schnee vorne belegt ist, dann fängt sie an, das rum zu transportieren. Und das ist auch der große Unterschied zu den Maschinen. Da ist die Hälfte der Bürste natürlich deutlich höher und deswegen eignen sich die Maschinen viel, viel besser zum Reinigen. Wir starten die nochmal eben, damit ihr auch den Vergleich da nochmal sehen könnt. Hier kann man den Unterschied schon sehen. Die große Maschine fängt auch irgendwann an, nach hinten zu transportieren, aber bewegt deutlich mehr Material. Und hier ist es auch so, dass man bei den großen Maschinen die Vorfahrtgeschwindigkeit stufenlos verstellen kann oder eine Gangauswahl hat. Und bei dieser ist es dann auch noch so, dass man die Bürste vorwärts oder rückwärts laufen lassen kann. Wenn ihr mehr zu der Kehrtechnik wissen wollt, dann sind wir die Experten für euch, für eure Einsatzgebiete. Wendet euch an uns, an Martin Maschinenvertrieb in Bad Zwischenahn und Bremen. Wir haben Modelle hier, wir können euch das Richtige zeigen, vorführen und euch auch die Lösung für euer Problem verkaufen. Schönen Dank, bis dann.